Ja, was mich einfach sehr bewegt hat, als ich undercover bei einem dieser Trainings war, war, dass die Bilder das Ziel der ganzen Aktion sind. Da wird gezielt die blutige Hand am Ende in Kauf genommen, weil das am Ende die Spendengelder generiert. Obwohl uns Teilnehmern erklärt wird, dass eigentlich dieser Kleber sich mit Cola wieder löst. Mit was? Also mit Cola. Jede Art von Cola. Fritz-Cola, Club-Cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, alles. Genau, ja? Also das wurde so als Tipp für danach mitgegeben. Man kann, jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wo war das denn, dieses Seminar? Das war in Köln. Ja. Wer hat das veranstaltet? Das hat ein Mitglied der letzten Generation veranstaltet. Der ist jetzt auch jüngst für einige Tage zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, den Teilnehmern auch nahegelegt wird, dass sie unter anderem ihr Vermögen offiziell vor den Behörden in Sicherheit bringen sollen, damit es danach zu einer Gefängnisstrafe kommt und nicht zu einer Geldstrafe.